Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, und wir haben den Kenworth K100 hier am Start mit einer netten Lady und wir sind natürlich auf der Mexico Map. Genau, die hatte ich euch ja schon vorgestellt und wir werden mal 163 Meilen hier in Mexico abfahren, uns mal die neue Gegend anschauen. Ganz normal eine Strecke, ganz normale Halbe hier in Mexico. Und irgendwann werden wir auch mal solche Serpentinen vielleicht mal als Livestream mal langfahren, um einfach mal die Karte hier ein bisschen mehr zu genießen. Und deswegen werden wir jetzt ab in den LKW gehen und mal eine kleine Tour machen. Motor an. Und jetzt geht's langsam los. Oh, schönes Ding. Dieser K100, den kann man natürlich noch als sehr very long Version nehmen. Aber ich dachte mir, wir werden ihn jetzt mal so fahren. Und natürlich sind auch hier wieder die Jay-Z-Cat-Maps, Mods hier am Start mit Fahrzeuge, Busse, LKWs und. Das gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Wir machen mal Licht an, die Rundumleuchte. Na? Uiuiuiui. Da haben wir wohl ein bisschen die Vorfahrt genommen, ne? Okay. Kaffee habe ich natürlich auch wieder am Start. Mal gleich einen kleinen Schlurfer machen. Und dann werden wir mal mit den LKW eine kleine gemütliche Tour machen. Muss erst mal schauen. Aha. Nicht, dass wir zu schnell fahren. Wir gucken mal. Oh, da kommt nichts. Wir werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr wieder den American Truck Simulator fahren. Gerade wenn wir hier eine neue Map haben. Dann wird es ja nicht nur eine Folge geben, aufpassen hier, Bodenwelle, sondern vielleicht mal zwei oder drei Videos vom ATS. Warum nicht, ne? Also, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Hier ein neues Setting. Solange wie wir die Grenzen noch offen sind von Amerika Richtung Mexiko, ja, können wir gut und gerne mal wieder eine andere Szene sehen. Mal sehen, was da noch die nächsten Wochen so für den ATS rauskommt. Das ist ja immer so, naja, wie soll ich sagen, da kommt halt nicht ganz so viel wie beim Euro Truck Simulator, ne? Und wenn dann wieder die sogenannte Pro-Mods für den ETS rauskommt, dann ist sowieso wieder hauptsächlich ETS angesagt. Aber ganz ehrlich, ich habe auch wieder ein bisschen Bock hier lang zu fahren. Ja, also warum nicht? Wir müssen ein bisschen vorsichtig fahren hier in Mexiko. Und ab und zu werden wir auch mal nach außen schauen. Ah, sieht doch schon cool aus. Hier, bayerischer Werkswagen. Jetzt wieder rein. Es ist, vielleicht wird es ja, das hier mit Mexiko, vielleicht wird es ja irgendwann mal so wie zum Beispiel die Russ-Map, wo man sagt, hey, weil die Russ-Map sieht ja natürlich auch richtig genial aus. Bin gespannt, wenn die dann auch kommt. Warten wir einfach mal ab. Jetzt werden wir aber erstmal gemütlich hier lang cruisen. So viele Kilometer habe ich erstmal nicht eingestellt. Und ich muss sagen, dieser K100, der hat ja doch zusätzliche Lackierung und. Sieht ganz interessant aus. Oh, es ist schön hier. Und ja, und ich habe auch so einen Grafikmod drin, ja. Dass es hier halt ein bisschen authentischer aussieht, ne? Ach ja, was ich nicht vergessen darf, ich habe natürlich Edeltraut und Muschi hier am Start, ne? Die freuen sich auf jeden Fall wieder. Hier ist das Bett, das ist gemacht. Oh,
Jo! Wie viele Kilometer haben wir denn überhaupt noch? 122 Meilen. Ich fahre 50 Meilen. Ich denke mal, das ist ganz okay. Haben die eigentlich in Mexiko auch Meilen? Wüsste ich jetzt gar nicht. Würde mich mal interessieren, falls der eine oder andere das weiß. Dann wird das hier auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier so lang fahren, nicht die US-Truck-Tour, sondern die Mexiko-Tour. Genau. Dann wisst ihr nämlich auch Bescheid. Oh, der will mich hier überholen. Ja, ich könnte natürlich ein bisschen schneller fahren, aber so erleben wir ein bisschen, wer hier uns überholt. Ich habe ein bisschen gemütlicher. Wir schauen uns dann die Autos hier an. Hier ist ein Ford, der uns überholt. Hier noch ein Ford. So ein Pickup. Ein paar Fahrzeuge sind neu dazugekommen beim Traffic Pack. Und wenn wir dann irgendwann mal einen Livestream machen, dann gucken wir uns die mal wieder ein bisschen genauer an. So, wir machen mal Tempomat raus. Wir fahren jetzt in eine Ortschaft rein. Santa Ana. Juhu! Und dann gehen wir mal raus. Hier könnte ich was mit 55 Meilen durchprügeln. Das machen wir nicht. Hier. Sorry. Ich bin in einen Toyota reingefahren. Passiert ab und zu mal, oder? Ah, oh, verdammt. Ich wurde geblitzt. Da vorne ist so ein kleiner Pickup hier, ne? Also hier so ein Transporter. Ich wollte eigentlich mal gucken, was da oben steht. Oh, die prügeln hier aber auch lang. Viele Sachen sind natürlich aus den sogenannten Baukasten vom Eurotruck, vom ATS hier übernommen worden. Deswegen, naja, gibt es hier auch manche Hütten, die sehen halt sehr amerikanisch aus, so aus dem Süden. Aber das sollte ja nicht so das Problem sein. Aber auch die Straßen hier, dass sie hier so ein bisschen defekt sind, ne? Durch die Sonne gezeichnet, die ganzen Risse, schön. Vor allem auch so gemacht, dass hier auf der Fahrbahn, wo die LKWs am meisten rumfahren, mehr Beschädigung ist als auf der anderen. Oh, da ist die Polizei. Eieiei. Die fahren noch mit der alten Polizei rum. Ja, den Polizeimod habe ich auf jeden Fall noch nicht aktiviert. Das war ja manchmal ein bisschen krass, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt momentan funktioniert. Sollte eigentlich, weil nur beim ITS sind ja Polizeifahrzeuge hinzugekommen. Und ich denke mal, die Tage wird es dann auch von Jazzycat die ersten Mods für den. Ja. Oh, langsamer, langsamer, langsamer. Für den ETS geben. Und hier sind wir natürlich an einer Kontrolle hier. Er hat den gleichen Anhänger wie ich. Das haben wir ja schon gesehen bei der Mod-Vorstellung, ne? Ja, langsam. Kontrolle. Staut sich alles. Ach, das gefällt mir. Oh. Mal keinen Schaden machen. Guckt euch an. Bis zum Horizont alles voller LKWs. Zum Glück, die wollten mich nicht kontrollieren. Das würde dann auf jeden Fall ein ziemlich langes Video werden, bis wir dann irgendwann mal hier kontrolliert wurden. Schön langsam hier vorbeifahren. So, da vorne ist ein Ende. Gut,
Der hat jetzt nicht diesen Sensor drinne bezüglich des. Was ist denn das für ein Auto hier? Ach, die halten hier so an? Ach, hier ist so virtuell so eine kleine Schranke eingebaut worden, oder so eine Mautstation, dass die Autos hier auch ganz kurz anhalten. Cool. Na dann geht's mal weiter hier. Tempomat wieder rein. Und die letzten Meilen werden wir jetzt keine großartigen Probleme mehr haben. Ich wollte echt erstmal hier so eine gemütliche Tour machen, bevor wir dann irgendwann mal in diesen Bereich der Berge dann mal hier fahren. Ne? Hier gibt es ja wirklich schöne Straßen, die sich so winden von rechts nach links. Wo man quasi ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht irgendwie zu schnell in den Kurven fährt. Gerade mit so einem LKW, den ich hier habe, wo man einen verdammt langen Bremsweg hat. So, ich darf nie vergessen, meinen Kaffee auszutrinken. Sind wir ja gut durch die Mautstation gekommen oder durch die Polizeikontrolle. Was haben wir denn noch auf der Uhr? Ach, das läuft. Hab heute extra noch mal nicht so eine lange Tour genommen, ne? Könnt ihr auch mal reinschreiben, wollt ihr megamäßig lange Touren haben oder eher so, ja, mal so was für zwischendurch. Was für zwischendurch. Ach, hier ist es eigentlich cool mit dem Fenster hier oben, ne? Da kommt ein bisschen Licht rein. Schon sehr angenehm. So, dann müssen wir ja beide da sein. Gut, ist jetzt nicht so aufregend hier, der Abschnitt hier, ne? Aber wir wissen, wir sind in Mexiko. Ich erinnere mich an die ersten Coast-to-Coast-Karten hier für den ATS. Da ist mir ja, da war ja manchmal noch nicht mal richtig Gras irgendwie. Da war wirklich alles nur noch Wüste. Das ist auf jeden Fall schon was Schickes, ne? Jetzt ist ja der ATS eigentlich auch schon ein Jahr alt, oder? Ist der wirklich schon ein Jahr alt? Ja, ne? Würde ich schon sagen, ne? Ja, mal wieder richtig hinsetzen. So schnell vergeht die Zeit. Und der Maximus spielt den immer noch. Was gibt's denn da? Aber wenn man sich überlegt, den Euro Truck Simulator, ne? Der wird auch noch gezockt wie Sau. Oh, was ist hier los? Hier wird gebaut. Wollen sie die Autobahn hier ausbauen oder was? Man weiß es nicht, was die hier vorhaben. Ja, unser Kunde wartet auf unsere Lieferung. Wir sind doch gleich da. Habt ein bisschen Geduld. Da vorne haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Das Ziel. Also ich, wenn man überlegt, wenn man eventuell dieses Spiel noch weitermacht, also hier Mexiko weiter ausbaut und man irgendwann bis nach Mexico City fährt, diese Riesenstadt, das ist ja fast schon ein eigener Staat, kann man ja sagen, ne? Wie viele Einwohner, 15 oder 20 Millionen Einwohner hat dieser ganze Bereich, das ist schon enorm. Also, wenn man das hier das so ein bisschen auf die Karte so anguckt, dann denkt man ja, ein Viertel von Mexiko ist einfach nur die Mexiko-Stadt, ne? Jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ne? So. Jetzt sind wir gleich da. Und die verrosteten Autos, naja, das ist ja sehr einladend hier. Ui, 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 hoffentlich wollen sie mir nicht irgendwas unterjubeln. So, da vorne geht's ab. Tempomat raus. Schon mal ein bisschen bremsen.
fahren wir mal hier in die City rein. Kommt da was? Nö, kann ja gar nicht durchkommen. So, dann kriegen sie wenigstens ein ordentliches Bier hier, ne? So. Gut. Ein bisschen haben wir noch. So, da stehen wir. Ist da vorne Polizei oder sowas? Ah, müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Ah ja, Porsche fahren sie hier. Ja klar. Habe ich wieder ein bisschen geschlafen, war. Ein bisschen trist ist es hier. Komm. Hat da auf jeden Fall ja ordentlich zu ziehen hier. So, warte mal, hier rein? Ne, da vorne. Wollte schon sagen. Übertreiben wir mal, ne? Zwar nicht so ein großer LKW, aber wir übertreiben mal. So, das. Und dann stellen wir den gemütlich mal hier ab. Gut, das kennen wir ja, diesen Markt hier. Wie gesagt, da wurden einige Sachen halt auch ein bisschen so rausgefiltert, ne? So, wo sind wir denn hier? Ja, wir sind doch da. Ein bisschen übertrieben, ne? Mit dem Einlenken. So, Karre aus. Setzen wir den Anhänger mal ab und wir haben es ausgezeichnet absolviert. Schön. So, gucken wir uns nochmal an hier. Also den Abschnitt sind wir jetzt gefahren. Guckt euch, wir haben jetzt 45%, ja. Uiuiui. Guck mal, das müssen wir auch noch alles abfahren hier. Und bis hier runter. Why? Oder hier. Das können wir auch alles noch. Alles abfahren. Uiuiui. Okay, das war's mit der ersten Tour hier durch Mexiko. Wir befinden uns, wie gesagt, in der Version 1.6xx. Weiß nicht, was jetzt momentan wieder die neueste ist, aber wir werden definitiv diesen LKW hier nochmal sehen. Der gefällt mir. Schönes Gefährt. Und dann werden wir auch das nächste Mal wieder durch Mexiko fahren. Und ja, mit den Worten, haut rein. Eventuell ist heute noch ein Livestream gegen 18, 19 Uhr. Also, ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.